Hallo und herzlich willkommen bei The Secret Source of Innovation, dem Podcast rund um Innovation und Zukunft. Unser heutiger Gast ist Dr. Simon Thierfelder. Er ist CEO bei der Motorenfabrik Hatz. Er spricht mit uns über die Emanzipation klassischer Engineering-Produkte. Darüber, wie gesellschaftliche Erwartungshaltung und Akzeptanz gegenüber der Antriebs- und Motorenbranche und die sich ständig ändernden technologischen Möglichkeiten die Innovationsstrategie von Hatz beeinflussen. Außerdem verrät er uns, welche Rolle unter anderem Service, Diagnostik, Nutzungsverhalten und auch Regionalität bei seinen digitalen Innovationsoffensiven spielen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Secret Source of Innovation. Heute begrüße ich Simon Thierfelder bei uns. Simon ist ein noch sehr junges Urgestein der Firma Hatz und ist dieses Jahr zum CEO berufen worden. Die Motorenfabrik Hatz hat eine Historie von 140 Jahren und hat in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich Dieselmotoren für den Einbau in Rüttelplatten oder Stromgeneratoren etc. gebaut. Da hören wir sicherlich gleich noch mehr darüber. Und ihr könnt euch vorstellen, aus dieser Positionierung heraus ist es natürlich total spannend, über Zukunftsthemen, über Innovationsfragestellungen zu diskutieren, weil natürlich das Thema Dieselmotoren durchaus ja in dieser Hinsicht sehr spannend ist und hat sich viele Gedanken gemacht und Simon sich viele Gedanken gemacht, wo das in Zukunft sozusagen hingehen darf. In diesem Sinne, lieber Simon, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du so früh in deiner Amtszeit als CEO bei uns auftauchst und dass wir gemeinsam ein bisschen darüber diskutieren können, was du so auf der Agenda hast, wie du die Branche, die Firma Hatz siehst und was du so alles vorhast. Willkommen in unserem Podcast. Herzlichen Dank, Giordano. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ich habe es gerade schon angesprochen, junges Urgestein. Du bist schon, sag mal, über 10 Jahre bei Hatz, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich glaube auch ähnlich zu meiner Historie mehr oder weniger der erste Arbeitgeber nach der Uni. Da haben wir, glaube ich, was gemeinsam. Vielleicht magst du dich ein bisschen den Zuhörern vorstellen. Wer bist du? Wo kommst du so her? Was hast du alles schon gemacht? Auch gerne sozusagen noch im Studium. Sicherlich spannend, um dich ein bisschen einzuschätzen. Ja, also Simon Thierfelder, mein Name. Ich bin 43 Jahre alt, bin einer der letzten noch wirklich geborenen, echten Münchner, glaube ich. Also hier in München geboren, aufgewachsen in Niederbayern, in der Nähe von Passau. Ja, ich habe hier in München studiert, Maschinenbau studiert, bin einer der letzten Thermodynamiker, glaube ich, die das noch irgendwie nach wie vor betreiben und auch gerne betreiben. Hatte einen Fokus auf Verbrennungsmotoren im Studium, später dann auch Promotion auf einem Thermodynamik-Thema auch hier in München, am Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen. Ja, genau. Und so hat es mich dann mit Ausflügen in die Ergonomie, die ich im Studium mal begleitet habe, dann aber auch Richtung Fahrzeugtechnik und vertiefte Themen. So hat es mich dann irgendwann zur Motorenfabrik Hatz verschlagen. Und du hast ganz recht, Giordano, es ist auch mein erster Arbeitgeber. Ich bin da nach wie vor sehr glücklich. Bin da ein bisschen durch einen Zufall hingekommen, wurde mehr oder weniger durch meinen Vater mit einer Brille mitverkauft an das Unternehmen, weil der damalige Entwicklungsleiter der Kunde war. Und so bin ich erst auf die Motorenfabrik Hatz gekommen und habe begonnen dort als Konstrukteur, was ich niemals wirklich war, ehrlicherweise, und habe dann unterschiedlichste Themen verantwortet in der Motorenfabrik Hatz, von Thermodynamik, Vorentwicklung. War relativ lange verantwortlich für den gesamten R&D-Bereich, war dann jetzt einige Jahre CTO im Unternehmen und jetzt relativ frisch auch nochmal erweitert um den gesamten Sales-Bereich, international und Produktionsthemen ohnehin weiterhin auch die R&D und die Innovationsthemen. Und ja, so darf ich meine Zeit da verbringen bei der Motorenfabrik Hatz. Vielleicht noch 2, 3 Worte zu Hatz. Ich kenne euch in der Tat aus den Rüttelplatten. Ja. Wenn man, glaube ich, eine Wacker-Rüttelplatte hat, zumindest in einigen Größen, findet man da Hatz-Motoren drin. Aber vielleicht kannst du ein bisschen ausholen, wo ihr so herkommt, was die Firma so ausmacht und sicherlich auch schon vielleicht mal einen kleinen Blick da reingeben, wo ihr eigentlich gerade steht. Ich kann es gern probieren. Die Geschichte der Motorenfabrik Hatz ist ja etwas länger. Ich bin in der Tat schon fast 15 Jahre beim Unternehmen. Das ist aber nur Wimpernschlag mehr oder weniger in der Firmenhistorie.
Gegründet wurde die Unternehmung 1880 als Dorfschmiede mehr oder weniger mit einem starken Fokus auf die Landwirtschaft, auf die Automatisierung der Landwirtschaft später dann. Dann hat man in den 1910er, 1920er Jahren begonnen mit der Produktion von Verbrennungsmotoren. Später in den 50er Jahren dann die ersten Einzylinder-Dieselmotoren, Vollaluminiummotoren. Da ging es dann schon in Richtung Bauindustrie und das ist genau das, was du beschrieben hast. Das ist nach wie vor so ein bisschen unser Heimat, also die Bodenverdichtung. Das ist, wenn man so am Straßenrand, wenn irgendwelche Baustellen sind, so an den Rüttelplatten vorbeigeht, da hat man ganz eine hohe Chance, dass man auf einen Hatzmotor trifft. Aber natürlich haben wir uns mittlerweile auch schon deutlich erweitert. Also wir sind oft in vielen Kühlaggregaten drin. Also wenn man jetzt da irgendwo diese Trailer sieht, die LKW-Trailer, da sind ganz häufig Herzmotoren drin, auch für die Kühlung. Dann Stromerzeugung, Wasserpumpen ist ein zentraler Markt für uns. Bauindustrie auch in unterschiedlichsten Anwendungen, also nicht nur in der Bodenverdichtung. Und so bedienen wir diese industriellen Märkte mit Motoren von 1,5 kW bis 64 kW, auch weltweit, wobei unsere Fokusregion schon Europa und USA ist. Natürlich erweitern wir auch, also wir haben vor ein paar Jahren auch schon begonnen mit einer starken Digitalisierungsoffensive und wie du das einleitend schon gesagt hast, beschäftigt uns das Thema der Transformation natürlich mal wieder, muss ich fast sagen, weil wenn man 140 Jahre als Unternehmen auf dem Buckel hat, dann ist ja in dieser Zeit nicht nur eine Transformation drin, sondern das sind ja viele Transformationszyklen, weil sonst wären wir ja immer noch bei der Dampfmaschine und da würde die Nische schon relativ klein mittlerweile, würde ich sagen. Also man muss sich ohnehin stetig weiterentwickeln. Und so haben wir jetzt halt wieder mal einen Zyklus der Entwicklung. Ja, das ist super spannend. Ich glaube, wenn man aus so einer Historie drauf gucken kann, dann ist es halt eine kleine Bodenwelle, die man wieder treten muss als ambitionierter Rennradfahrer, aber nicht sozusagen der Endgegner. glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Sichtweise drauf. Jetzt habt ihr ja genau, du hast es gerade gesagt, Digitalisierungsoffensive in den letzten Jahren schon einiges losgetreten. Magst du vielleicht so ein bisschen mal einen Ausblick geben, was so die Themen sind? Ich meine, ihr seid ein Dieselmotorhersteller, hattest du ja gerade gesagt. Wie guckst du sozusagen auf die nächsten, weiß ich nicht, 5, vielleicht sogar 10 Jahre der Firma? Was sind so mal ganz grob umrissen die Themen, die dich jetzt beschäftigen oder euch beschäftigen? Ja, natürlich ist es so, dass sich Unternehmen so kontinuierlich verändern müssen und entwickeln müssen. Das haben wir, wie gesagt, auch schon ein paar Mal hinter uns. Es ist momentan vielleicht ein bisschen eine Veränderung oder ein bisschen eine andere Radikalität der Veränderung, weil sich viele Dinge gleichzeitig verändern. Und das ist was, das hat man vielleicht ein bisschen seltener. Also wir sprechen über technologische Veränderungen, wir sprechen aber auch über starke gesellschaftliche Veränderungen. Und das sind Themen, wenn sich Grundtechnologien stark verändern und auch die gesellschaftliche Erwartungshaltung und die Akzeptanz vielleicht ein Stück weit verändert, dann wird der Gradient oder die Steilheit des Veränderungsprozesses natürlich schon nochmal ein Stück weit anders. Und das beschäftigt uns intensiv. Wir haben so Grundgene im Unternehmen. Und ich persönlich glaube, also die Zukunft werde ich erst sagen, ob das richtig ist, aber ich persönlich glaube, dass man trotz starker Veränderung einen konsequenten Blick haben kann und soll vielleicht auch, was nach wie vor die Kernwerte der Unternehmung sind. Und vielleicht kriegt man die ja übersetzt. Für uns war es immer wichtig, dass wir hocheffizient sind. Wir waren immer der Hersteller mit der höchsten Leistungsdichte, mit den besten Wirkungsgraden, mit der Top-Qualität, mit der absoluten Zuverlässigkeit. Und wir wollen eigentlich, dass der Nutzer unsere Produkte sich auf seine Kerntätigkeit fokussieren kann, also dass er sich nicht mit Nebenthemen beschäftigen muss, also springt der Motor an, jetzt mal übertragen oder muss ich jetzt viele Reparaturen investieren oder ist es kompliziert zum Handeln oder so, das wollen wir nicht. Also wir wollen, dass der Kernauftrag des Nutzers leicht erfüllbar ist und durch unser Produkt halt gestärkt wird. Und das wollen wir auch weiter transportieren, so ein Stück weit unabhängig von der genutzten Technologie. Also wir wollen den Nutzer so in den Fokus stellen und in das Zentrum stellen, dass der seine Kerntätigkeiten leisten kann. Und jetzt haben wir so unterschiedliche technologische Pfade, die man damit verknüpfen kann. Also natürlich haben wir ein Antriebssystem, das haben wir heute, das haben wir morgen. Also wenn man das jetzt mal
physikalisch übersetzen will, ist es eine drehende Welle, die irgendwas antreibt und irgendwo Energie in das System bringt. Und das ist heute ein Dieselmotor und der kann vieles gut. Aber vielleicht gibt es ja morgen eine andere Lösung, die manches noch besser kann für eine spezifische Anwendung. Und dann gibt es noch ein Add-on, das ist vielleicht die Digitalisierung, die auch nochmal eine Peripherie schafft, dass man sich nochmal stärker auf seine Grundtätigkeit fokussieren kann. Also der Bauunternehmer will ja bauen, der will sich ja nicht um einen Maschinenpark kümmern beispielsweise. Und vielleicht ist da die Klammer dahinter über die Digitalisierung. Und das haben wir vor einigen Jahren begonnen zur Bauma, der großen Baumaschinenmesse hier in München. Im Jahr 2019 haben wir mit der Digitalisierungsvision begonnen, was das für ein Antriebssystemhersteller denn überhaupt heißen kann. Weil so im Rahmen der Digitalisierung, da ist ja erstmal eigentlich alles möglich. Also der Blumenstrauß, der da aufgeht an Möglichkeiten und an Optionen, der ist ja riesig. Deswegen ist ja so kompliziert, also ein klares Produkt mal zu formen aus einem Digitalisierungsprozess. Also man kann ja alles digitalisieren um des Digitalisierens willen, aber das ist eigentlich gar nicht so unser Fokus. Also es muss ja danach irgendwas besser sein. Und das war mal die erste Aufgabe, die man unabhängig von den technologischen Möglichkeiten mal versucht haben zu verstehen, dass wir mal sehen, was ist der Mehrwert für den Nutzer oder was wäre denn ein Add-on oder wo verbindet sich was mit unserem jetzigen Antriebssystem, dass der Summenmehrwert für den Nutzer größer wird. Und das war der Start der Digitalisierung. Und dann sind wir relativ schnell bei dem Thema Service gelandet, bei dem Thema der Diagnostik, bei Flottenmanagement, bei Nutzungsverhalten, bei Analytik und so weiter. Und dadurch versuchen wir halt diesen Kernauftrag für unsere Kunden zu stützen. Und das war damals so der erste Angang in Richtung der Digitalisierung. Und das hat rückwirkend dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf unsere Produkte. Also dann war auch klar, dass alles, was wir neu entwickeln auf der Antriebssystemseite, muss IoT-fähig sein. Also es muss einbindbar sein in irgendwelche ERP-Systeme, in Flottenmanagement-Systeme. Das braucht einen digitalen Fußabdruck, das braucht eine Diagnostikfähigkeit und solche Themen, das folgt halt dann draus, um dann klarer zu sein, dass der Nutzer auf der Baustelle als Beispiel eines Marktes halt einfach ein hohes Maß an Zuverlässigkeit hat und weiß, wo ist sein Gerät, was macht es gerade, funktioniert es, wie kann ich es optimal nutzen, dass er wirklich seinen Kernauftrag da weiterverfolgen kann. Und so in dieser Grunddenke versuchen wir das zu multiplizieren, jetzt auch in der nächsten Initiative der Full Electric Systeme. Also wir verfolgen da auch einen klaren Purpose Design Ansatz. Also wir wollen eigentlich kein Conversion Design, dass wir sagen, okay, Verbrennungsmotor raus, Elektromotor rein, weil dann würde ja erstmal nichts besser. Also das ist ja nur eine andere Antriebsquelle. Und gut, die ist vielleicht leiser, also dafür hat es vielleicht andere Nachteile. Also wir wollen dann schon auch die Möglichkeiten der Technologie nutzen, wieder hin entwickelt auf die spezifische Nutzung und Applikation. Also ein Technologiesprung, sei es virtuell in Form der Digitalisierung oder wirklich real in Form einer Antriebssystemtechnologie, braucht einen Mehrwert, einen fühlbaren und nachvollziehbaren Mehrwert für den Nutzer. Also wir wollen nicht einfach andere Überschrift drüber schreiben, dass wir sagen, okay, jetzt heute kein Verbrennungsmotor, heute Elektromotor, aber das Produkt ist am Ende des Tages funktional gleich. Das ist dann nicht unser Ansatz dahinter. Und so ist unsere Grundidee mit einem technologieoffenen Ansatz für einen Transformationsprozess. Voll spannend, vielleicht für die Zuhörer. Wir hatten ja vor einigen Folgen die zwei Kolleginnen und Kollegen von Gore bei uns, die tatsächlich eigentlich eine ähnliche Challenge hatten, fällt mir gerade auf. Das heißt, die haben in den letzten Jahren ihr Kernmaterialität, also aus was eigentlich die Gore-Tex-Produkt besteht, komplett ausgetauscht. Und die waren tatsächlich an einem vielleicht noch, oder die sind schon weiter, die haben das schon komplett gemacht, aber sind genau jetzt an dem Punkt, wo sie schauen müssen, was das neue Kernmaterial oder ja an neuen Funktionen auch zulässt. Also sie haben im ersten Schritt genau das gemacht, was du gerade beschrieben hast. Sie haben sozusagen erstmal ersetzt und sichergestellt, dass keine Produktfunktionen wegfallen. Und jetzt geht es aber darum, das neue Material eigentlich voll auszuschöpfen und zu gucken, was es denn vielleicht besser kann als das alte. Ja, neben all den Nachhaltigkeitsthemen, was bei denen ein Riesentreiber ist. Also vielleicht eine schöne Analogie da nochmal reinzuhören. Vielleicht mal eine Frage noch. Jetzt
sind das ja bei euch auch Themen, Entwicklungszyklen, die durchaus ja länger sind. Das heißt, du musst da eigentlich heute für eine Welt entwickeln, ob das jetzt die Services sind, aber vor allem natürlich auch die Hardware, die ja wahrscheinlich erst irgendwie 5, vielleicht sogar erst 10 Jahren dann so wirklich am Markt dann ankommen. Wie stellst du sicher, dass du, wie gerade beschrieben, die richtigen technologischen, aber auch gesellschaftlichen Trends auf dem Radar hast? Also wir hatten letzte Woche ein spannendes Meetup hier aus diesem Podcast heraus und da war so das Hauptthema, wir müssen eigentlich diese Foresight-Kompetenz bei uns in den Firmen unheimlich schulen und weiter ausbilden, um wirklich in dieser unruhigen und vielleicht auch volatileren Welt eigentlich das Handwerkszeug zu haben, sich dort einen klaren Blick herauszuarbeiten. Wie gehst du da vor? Also was sind so deine Tools, sagen wir mal, um für dich die Zukunft irgendwie verstehbar zu machen? Also das ist wirklich, ich würde sagen, einer der spannendsten Punkte momentan. Wir kommen ja aus einer Branche, die war jetzt über Jahrzehnte, muss man sagen, eigentlich über Gesetzesvorgaben getriggert. Also man hat ja nicht gerüttelt an der Kerntechnologie, sondern das waren ja immer Emissionsstufen, die man erfüllen musste. Und das war meistens irgendein Fast Following aus der Nutzfahrzeugindustrie oder aus der Pkw-Industrie. Da war dieser strategische Anspruch eigentlich in dieser Branche gar nicht so hoch, weil man eigentlich immer in so einer Folge war. Von daher ist das ein ganz zentraler Punkt eines Transformationsprozesses in unserer Branche momentan, weil sich so viele Rahmenbedingungen gerade öffnen. Ich möchte jetzt ganz bewusst sagen, öffnen ist ja auch eine Chance. Man verwechselt das ja ganz oft mit irgendeinem Risiko oder so, aber das ist es ja vielleicht gar nicht. Also erstmal erweitert sich ja der Horizont der Möglichkeiten. Und ich glaube, es gibt so unterschiedliche Themen, wie man sich dem Ganzen nähern kann. Also natürlich betrachten wir über so einen Technologieradaransatz so Megatrends dahinter. Und da glaube ich, ist es halt zentral, dass man jetzt auch einbezieht, was eigentlich die gesellschaftliche Erwartungshaltung mit einem regionalen Fokus ist. Das ist einfach stark divers mittlerweile über den Planeten verteilt. Und damit sind wir, glaube ich, wieder so ein bisschen beim Thema Fokus. Also wo will man denn eigentlich erfolgreich sein? Ich glaube, es wird immer schwieriger, alle Regionen adäquat mit den richtigen Produkten zu befriedigen. Also das ist mal so ein Grundthema, glaube ich. Und deswegen ist es nicht mehr die pure Technologie, sondern, glaube ich, auch die gesellschaftliche Erwartungshaltung und die Regionalität. Und da gibt es ein paar Sachen, die sind stark unterschiedlich und ein paar haben aber auch einen gemeinsamen Nenner. Also wir haben uns beispielsweise auch die unterschiedlichen Roadmaps angeschaut hinsichtlich dieser regionalen CO2-Strategie und sowas. Also das ist, man meint immer, dass der ganze Planet stark unterschiedlich tickt mit irgendwelchen Emerging Markets oder irgendwie sowas, aber am Ende des Tages ist es gar nicht so stark, finde ich. Also da haben wir vielleicht ein Delta von 10 Jahren und was ist das bei einer CO2-Strategie? Das ist ein Wimpernschlag. Also das hat vielleicht gar nicht so viel Relevanz. Also das ist mal so dieses ganz große Big Picture global gesehen. Dann versuchen wir wirklich näher an den Nutzer ranzurücken. Und jetzt auch ganz bewusst, wir sind ja Tier-One-Supplier. Das ist ja gar nicht so leicht, an den Nutzer zu kommen, weil du hast ja irgendeinen OEM dazwischen, der das Gerät macht. Aber trotzdem als zentrale Komponente, glaube ich, ist es enorm wichtig, dass man das Nutzerverständnis einfach nach vorne bringt im Unternehmen und nicht eine reine Engineering-Lösung macht oder keine reine Sales-Lösung macht oder so. Engineering ist meistens sehr technisch geprägt. Sales ist stark im Hier und Jetzt heute verhaftet. Also man braucht schon irgendwo einen perspektivischen Zugang zu einem Nutzer. Und ich glaube, vielleicht ganz kurz einhaken für die Hörer. Ihr verkauft den Motor jetzt und viele Service-Themen, kann ich mich noch erinnern aus der Diskussion mit euch, und das haben andere Unternehmen genauso. Ja, wir haben hier in der Community Ceratizid, die sozusagen Zerspannungswerkzeuge machen. Die haben genau die gleiche Herausforderung. Ja, selbst wenn ihr Bohrer smart wäre, am Ende steckt der in einer Zerspannungs- oder Bohrmaschine drin und der Bohrmaschine- oder Zerspannungsmaschinenhersteller hat wahrscheinlich das gleiche Interesse, sämtliche Informationen von dem Prozess quasi zu dokumentieren im ersten Schritt mal und irgendwie weiter zu verwenden. Ja, und das ist ja bei euch wahrscheinlich ähnlich. Also ihr kommt ja sowohl auf der technologischen Ebene gar nicht so leicht dann an die spannenden Themen, als auch wirklich, wie du gerade sagst, von der
von der Nutzerlogik her, weil ihr müsst ja eigentlich dann mit zumindest mal demjenigen auf der Baustelle reden, der die Maschine rumfährt oder dem, der sie wartet oder dem, der sie irgendwie wieder aufladen muss oder wie auch immer, oder? Ja, da muss man einfach hingehen. Also das ist schwierig, da so einen richtigen gerichteten Prozess zu installieren, glaube ich. Aber man ist ja da gar kein Gegner. Also am Ende des Tages will man ja eine gute Lösung kreieren und klar, manchmal entsteht so ein Gefühl der Konkurrenz in der Kette, glaube ich. Aber am Ende des Tages hat die, glaube ich, gar keinen Bestand, weil man will ja irgendwie trotzdem in Summe in der Kette ein gutes Produkt darstellen und da hat jeder seinen Anteil dran. Und das ist ohnehin, glaube ich, so ein ganz ein spannendes Zwischenstichwort. Die Konsequenz aus dieser Komplexität, die gerade so ein bisschen entsteht und dem Anspruch, dass man einfach besser verstehen muss, was eigentlich der Treiber und vielleicht auch die Sorge oder die Chance des Nutzers ist, die zwingt einen mehr oder weniger zur verbesserten Partnerfähigkeit. Und ich glaube, das müssen Unternehmen einfach auch lernen, dass sie in unterschiedliche Bereiche partnerfähiger und damit auch offener werden. Also diese Zeit der geschlossenen Systeme, dieses, ich möchte jetzt fast sagen, übertriebenen IP-Schutzes und so, das ist, glaube ich, genauso in einem Wandel, weil man einfach besser kooperieren muss, um einfach den Mehrwert der Kette zu nutzen. Und am Ende des Tages muss man halt versuchen, einen Win-Win zu schaffen und jeder will Geld verdienen, das ist klar. Muss am Ende des Tages ja auch passieren und man braucht da Differenzierung und einfach seine Daseinsberechtigung am Markt. Aber ich glaube, das Thema dieser Partneroffenheit, das ist ganz essentiell, glaube ich, für den Fortschritt in Zukunft. Wir hatten ja im Vorgespräch ein bisschen über die Leitplanken und Treiber der Transformation gesprochen. Das hattest du so ein kundenzentriertes Vorgehen schon genannt. Du hattest jetzt eigentlich Digitalisierung und Ökosystem, Innovation schon genannt. Du hattest im Vorgespräch auch so einen Begriff wie Emanzipation vom Kernprodukt erwähnt. Was können wir uns denn darunter verstehen oder vorstellen? Ja, das ist jetzt ist eine ganz gefährliche Frage natürlich, aber die ist legitim. Wir haben heute unsere Kernprodukte und das sind die Dieselmotoren, zu denen stehen wir auch. Wir sind ja in dieser industriellen Sparte, also da ist ja der Zeithorizont vielleicht ein bisschen anderer. Also wir sehen jetzt nicht das kurzfristige Sterben der Verbrennungsmotoren, also das mindestens global sehen wir das nicht. Von daher wird diese Sparte natürlich Bestand haben. Und wir stehen da auch dazu, wir pflegen das auch weiter und betreuen das auch weiter und investieren da auch weiter rein. Aber wir haben halt ergänzend, zukünftig sehen wir zusätzliche Sparten, also ergänzend zu dem Verbrennungsmotor. Das ist natürlich unser Serviceangebot, die Betreuung, so eine Art Lifetime Companion, wie wir das nennen. Also wir wollen der Begleiter unseres Motorenportfolios im Markt sein. Aber genauso ist es halt dann die Digitalisierungssparte. Und spätestens bei dem Punkt der Digitalisierung sind wir, glaube ich, so ein bisschen an dem Schritt, dass man offen denken muss, ob die Digitalisierung rein auf sein eigenes Produktportfolio abzieht oder ob es nicht Möglichkeiten gibt, das zu öffnen. Und auch wenn man in Richtung der Elektrifizierung schaut, glaube ich, kann ja der Digitalisierungsklammer in einem Unternehmen schon relativ weit greifen. Und das ist vielleicht heute der Verbrennungsmotor, morgen zusätzlich die elektrifizierte Lösung, übermorgen vielleicht der Link zur Softwarelösung wie einem Flottenmanagementsystem oder was auch immer, zusätzlicher Sensorik, die andere Themen nur mit aufnimmt, abseits unseres Kernproduktes, des Verbrennungsmotors, keine Ahnung, für eine Wasserpumpe, ein Bodenfeuchtesensor oder ein virtueller Sensor über Wetterdaten oder was auch immer. Aber das ist so ein bisschen die Idee der Emanzipation des Grundproduktes, weil eben diese Möglichkeiten, die man heute hat mit den Digitalisierungsstrategien, das wäre ja fast schade, wenn man sich so einen eigenen Tunnel da aufoktroyieren würde und man denkt jetzt nur in der verbrennungsmotorischen Anwendung, bloß weil das aktuelle Kernportfolio ist. Also ist eigentlich genau der Mehrwert und die Chance, dass so neue Modelle und neue Technologien und neue Sparten in einem Unternehmen ja erstmal Freiheitsgrade bieten, abseits eines Stamm- und etablierten Portfolios. Das meine ich so ein bisschen damit. Ich glaube, man merkt so ein bisschen, es ist, glaube ich, ein sensibles Thema.
Was ich im Podcast immer wieder höre, das eine ist dieses Zukunftsfähigkeit und Zukunft verstehen als eigentlich eine Kernkompetenz von einem, sagen wir mal, strategischen Innovationsmanagement. Und das andere ist ganz stark immer wieder die Diskussion, wie kriege ich die Mannschaft, wie kriege ich das Team mitgenommen, wie begeistere ich die für Veränderungen, für neue Themen, die ja, wie du gerade ja auch beschreibst, unheimlich viel Potenzial in sich bergen, aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle halt auch Veränderungen heißt, dass man tatsächlich halt auch sich selbst als Arbeitnehmer mal verändern muss, andere Themen für sich identifizieren muss. Wie gehst du dieses ganze Thema an? Weil das ist ja, wenn man so drauf guckt auf euch, allein die gesellschaftliche Diskussion, ja, also allein das, was täglich so durch die Gazetten läuft, zu vereinen oder zusammenzubringen mit dem, was ihr macht, ist ja wahrscheinlich auch schon gar nicht so einfach. Also warum, also ich kenne das aus unserer Diskussion, junge Leute, die in den Beruf einsteigen, die haben unheimlich hohe Ansprüche an Nachhaltigkeitsthemen beispielsweise. Wie kriegst du die ganz banal motiviert, an einem Dieselmotor weiterentwickeln zu arbeiten? Genau, wie ist dieses Spannungsfeld für dich? Wie organisierst du das? Ja, das ist hochkomplex. Also eine der zentralen Herausforderungen momentan, weil es ja so ein People's Business in unterschiedlichster Dimension einfach. Wir sind Mittelständler. Wir haben um die 800 Leute, 200 Millionen Umsatz in etwa, sind weltweit aufgestellt, aber natürlich trotzdem ein überschaubares Unternehmen. Und wir sind ja 140 Jahre Stahl und Eisen. Das ist ja erstmal Fakt. Also das ist erstmal die DNA des Unternehmens. Und es wurde ja 140 Jahre ganz viel geleistet. Und ich finde, mit dem geht's mal los. Also bloß, weil wir vielleicht einen Trend haben zu zusätzlichen oder alternativen Technologien, ist ja der Punkt wichtig, die Wertschätzung zu bewahren über das Geleistete der Vergangenheit. Weil das ist ja überhaupt nicht schlecht, sondern das hat ja nach wie vor ein ganz hohes Maß an Qualität. Und wenn wir versuchen, diese ganze Debatte zu versachlichen, dann reden wir erstmal über gute Wirkungsgrade, über Nachhaltigkeit in Form von Zuverlässigkeit, langen Lebenszyklen und sowas. Das darf man ja alles nicht außer Acht lassen. Also es hat ja alles so eine Berechtigung und wir haben erstmal eigentlich ein unemotionales Produkt, weil es ist ja dafür da, dass man Wertschöpfung betreibt. Damit braucht es ja braucht es einfach ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und man muss ja die Chance haben, damit irgendwie sein Business zu betreiben. Also das, mit dem geht es mal los. Und wir haben absolute Benchmark-Produkte auf der verbrennungsmotorischen Seite und das ist ja erstmal gut und nicht schlecht. Also der Punkt ist ja Wertschätzung für das Geleistete und das ist erstmal, glaube ich, ganz wichtig, dass man das transportiert, dass man nicht so in das Fahrwasser kommt, des Populismus, dass man sagt, okay, jetzt ich mag das auch gar nicht mehr erwähnen, dass wir Verbrennungsmotoren haben, das ist, finde ich, nicht der Punkt. Wir haben die und das ist gut, dass wir es haben und der Markt braucht die auch noch über viele Jahre und hat eine Akzeptanz dahinter und ja, wir brauchen zusätzlich was Neues und ich glaube, der Punkt ist ganz wichtig für unsere Branche zumindest, dass es nicht darum geht, eins komplett radikal abzuschneiden und zu verteufeln, sondern es geht eher darum, dass wir uns heute inhaltlich ergänzen, dass wir morgen auch noch erfolgreich sein können. Und das ist ja Investition in die Zukunft. Und früher war es eine Investition in ein neues Abgasnachbehandlungssystem. Jetzt ist es heute eine Investition in einen neuen Technologiepfad. Also ich glaube, man neigt manchmal dazu, die Themen auch zu groß zu machen. Also es ist natürlich radikale Veränderung, aber am Ende des Tages haben sich Dinge früher auch verändert und jetzt ist es halt technologisch und die ganze Diskussion ist emotional ein bisschen aufgeladen, aber wenn man versucht, das Thema zu versachlichen, in die Überkommunikation fast geht, dass man immer wieder erklärt, ergänzend, Säule für Säule, Investition in die Zukunft, Stabilität nach vorne, Orientierung. Also viel Verunsicherung, glaube ich, entsteht ja aus mangelnder Orientierung. Und wenn man es schafft, irgendwie eine Story zu bauen für das Unternehmen, die eine Perspektive bietet, sowohl für Mitarbeiter als aber auch für Kunden oder auch für Zulieferer, ist ja genauso wichtig, dass man Perspektive bietet, dann kann das funktionieren, dass man die Leute an Bord behält. Und ich glaube, das Thema der Chancen
Orientierung. Das ist vielleicht ein bisschen ein kulturelles Thema bei uns, aber das funktioniert ja auch bloß über Kommunikation. Also dass das Risiko ja gar nicht das ist, dass man sich bewegt, sondern manchmal ist ja das Risiko größer, wenn man sich nicht bewegt. Das muss man ja auch mal klar machen. Das Modell des Igels war ja viele Jahre erfolgreich und dann kam das Auto, dann ist es schlagartig nicht mehr so erfolgreich. Also wäre es ja oft besser, wenn sich ein Igel bewegen wird. Und das darf man ja diskutieren, finde ich, was die richtige Strategie für einen selber ist. Ich glaube, das kriegt ihr ja super hin. Ich kenne euch ja ein bisschen und noch einige Kollegen von dir, also an Motivation und Zukunftsdenken etc. mangelt es euch ja nicht. Ist, glaube ich, nur so grundsätzlich unheimlich spannend, halt zu verstehen, genau an welchen Mechanismen ihr da eigentlich dreht, um das herzustellen. Ja, weil wenn ich jetzt irgendwie Endpal bin oder 1,5 Grad, ja, so dann habe ich ja so viel, sage ich mal, gesellschaftlich kompatiblen Purpose in meiner ganzen Vision drin, dass das ja nicht braucht. Aber ich bin ja absolut bei dir. Gerade jetzt, sagen wir, im deutschsprachigen Raum, gerade Technologie-Weltmarktführer, die ja unheimlich viel Know-how entwickelt haben, das Rückgrat unserer Wirtschaft letztlich sind, wie schaffen wir es eigentlich, dass die da mitkommen, ja, also dass die Transformation hinbekommen, dass die ihre Stärken auch noch weiterhin ausspielen können, ja, weil, wie du sagst, also das einfach über Bord werfen ist ja auch keine Option oder ist wahrscheinlich sogar schlechter. Vielleicht angrenzend dazu mal ein bisschen reingehen ins Innovationsthema. Wir sind ja ein Innovationspodcast. Was hast du denn schon so angestoßen, beziehungsweise was hast du denn auf deinem Plan stehen, um eben Hatz in diese Zukunft zu führen? Also was hast du verändert? Ich weiß, du hast auch ein bisschen, oder ihr habt schon ein bisschen anorganisch auch an der einen oder anderen Stelle mal quasi Reize gesetzt, um es vielleicht mal so zu formulieren. Aber was musst du tun aus der Innovationssicht, um eben von einem sehr etablierten, marktführenden Motorenhersteller eben zu einem wie auch immer gearteten Hatz zu kommen, was zukunftsfähig ist? Was machst du da? Ja, wir denken immer in Vision. Also wir haben einen Visionszyklus und dann haben wir so einen Umsetzungszyklus. Also in Form der Vision prüfen wir, ob die Ideen, die wir haben, am Markt tauglich sind, und dann gehen wir in die Umsetzung. Das haben wir getan im Bereich der Digitalisierung. Wie gesagt, haben wir die Vision gestartet auf der Bauma oder vorgestellt auf der Bauma 2019. Was sehr spannend war, wo wir extrem viel gelernt haben in kurzer Zeit. Und wir denken stark in diesen Bauma-Zyklen. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht, aber es sind einmal 3 Jahre. Das ist erstmal ein vernünftiger Entwicklungshorizont dazwischen. Und dann haben wir jetzt auf der letzten Bauma unsere ersten Produkte auf der digitalen Seite vorgestellt. Und hier wollen wir schon massiv wachsen, muss man ganz ehrlich sagen. Das zahlt ein auf das Thema Service, also von einem Ersatzteil verknüpft mit einem Webshop, mit einem E-Commerce-System dahinter zur idealen Wartung und Reparatur unserer Produkte. Das ist ein wichtiges Standbein für uns, weil wir da einfach auch davon leben ein Stück weit. Also das müssen wir erstmal stärken und konsolidieren und sauber in die Zukunft fahren. Und da ist halt Digitalisierung ein brutaler Treiber dafür und ein extrem gutes Werkzeug. Also das ist für uns definitiv ein sehr steiler Wachstumspfad in dieser Seite. Natürlich dann auch nochmal ergänzend zu dem reinen Ersatzteil- und Wartungsthema wirkliche Services, also Prognose nach vorn, optimiertes Betreiben, Predictive Maintenance-Themen dahinter, um auch vor das Problem zu kommen, ist ja allgemein, sei es strategisch in einem Unternehmen oder im Betrieb von einer Maschine, ist immer besser, wenn man vor einem Problem ist, also wenn das Problem gar nicht entsteht, und so denkt man halt da auch. Und für das ist auch das ganze Thema künstliche Intelligenz, Digitalisierung, IoT-Themen dahinter, Datentransfer, Analytik bei uns am Standort mit eigenem Data Warehouse, zentraler Punkt. Also da haben wir viel investiert, haben wir mittlerweile auch ganz tolle Kollegen an Bord, muss ich sagen, auch ein ganz bunter Mix, der uns auch kulturell gut tut. Also oft hilft es ja, dass das so diese mittelbaren Themen dahinter Unternehmen verändert. Und wie du schon angesprochen hast, halt auch anorganisches Wachstum. Also wir hatten das Glück, vor 2 Jahren hier in München ein Startup erwerben zu können, das uns einfach auch nochmal Speed, aber auch Mindset bringt, den ganzen Thema der Steuerungsregelungstechnik, dass wir da
breiter werden, aber auch schneller und tiefer. Und dort betreiben wir das wieder ähnlich. Da haben wir ohnehin mit euch zusammengearbeitet, auch sehr erfolgreich auf der Bauma. Da wieder unsere Vision der Elektrifizierung, um zu verprüfen, was ist eigentlich der Marktbedarf und der Kunden- und Nutzerwunsch dahinter, um einmal in eine Diskussion zu kommen. Also es beginnt ja mit Sprechen und da hilft es ja, wenn man irgendwie mal einen Aufhänger dafür hat da mal ein bisschen Wirbel am Markt macht, dass man vielleicht ein bisschen mehr Motivation für Gespräche schafft, ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Und aus dem leiten wir jetzt die nächsten Produkte ab, dass wir klar sind, was wir eigentlich entwickeln wollen. Es ist ja für so stark engineering-getriebene Unternehmen ist das ja manchmal so ein bisschen ein Problem, dass man mal losentwickelt, ohne genau klar zu haben, was man eigentlich entwickeln möchte und wo die Differenzierung liegen soll. Also das versuchen wir zu vermeiden. Wir wollen vorher schon wissen, wo wir anders und besser sein wollen wie der Wettbewerb. Und da wollen wir auch nach vorne schauen, was das richtige Produkt in einem Jahr 2026, 2028 ist, weil wir halt auch glauben, dass mit diesen ganzen Querfaktoren wie Fachkräftemangel, Veränderung der Gesellschaft, auch ein Stück weit Überalterung in Deutschland oder teilweise auch in Europa, da werden die Produkte anders aussehen müssen, als sie heute aussehen. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man gut ins Gespräch kommt. Und da ist so ein Visionsansatz, finde ich, immer ein ganz guter Start in die Diskussion. Und dann kann man ja ohnehin das Produkt so bauen, dass es später erfolgreich sein darf. Vielleicht kurze Anekdote. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel. Aber was ich total spannend fand, du hattest mal erwähnt, ich meine, man könnte ja sagen, ihr habt einen Standortnachteil. Ja, ihr seid, sagen wir mal, jetzt nicht irgendwie zentral München, das zugekaufte Startup schon. Ihr seid ja eher, sage ich mal, ländlich unterwegs. Und du hattest aber mir mal berichtet, dass es euch trotzdem gelingt oder gerade deshalb vielleicht gelingt, auch echt Top-Shots jetzt, sage ich mal, aus der globalen Beratungs-IT Wirtschaft da zu euch zu holen, weil sie eben halt vielleicht an einem anderen Punkt in ihrem Lebenszyklus sozusagen sind und das auch wieder wertschätzen und gar nicht mehr irgendwie London und New York und sonst wo sein müssen. Das fand ich eigentlich auch eine ganz coole Erkenntnis zu sagen, ja, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, dass wir dann ein bisschen Entschleunigung und ein anderes Surrounding-Paket bieten können, wo dann vielleicht auch dann, sag ich mal, das finanzielle Package dann im Verhältnis auch wieder total attraktiv ist, ja, wenn man eben nicht irgendwie nur um die Welt chattet und auf anderer Ebene dann irgendwie Themen auch liegen lässt, sagen wir mal so. Ja, also alles hast du ja nie. Also natürlich kann ich jetzt sagen, also erstmal muss man sagen, wir leben ja in einer total schönen Gegend. Also mit dem geht es, finde ich, mal los. Also jetzt, wenn die ganze Gesellschaft über Freizeitwerte spricht, dann ist der Freizeitwert bei uns erstmal da. Wenn man jetzt natürlich in die Vermarktung geht und sagt, man ist so weit weg von München oder man hat, keine Ahnung, keine Großstadt, dann wird jeder sagen, ja, ist blöd, dass ich da keine Großstadt habe. Aber am Ende des Tages haben wir, glaube ich, eine ganz lebenswerte Region und die ist halt anders lebenswert wie, keine Ahnung, eine Metropole wie München. Ich durfte ja beides viele, viele Jahre erleben und es ist beides schön. Es ist halt anders, aber es ist beides sehr schön. Und ich glaube, man kann ja sowieso bloß auf das hinweisen, wo man halt gut ist. Und es ist ja selten so, dass Regionen überhaupt nichts Gutes haben oder so. Das passiert ja nicht. Und Standortnachteil, finde ich, ist immer so relativ. Das liegt immer im Auge des Betrachters und vielleicht darf man das ja auch erlauben. Aber zu deinem Punkt, also wir haben wirklich, also muss ich einmal aussprechen, wir haben wirklich ein tolles Team. Bin ich auch wirklich stolz drauf, was die so leisten. Es ist komplett verrückt, wie wenig Menschen hier wirklich so unterwegs sind. Ja, das ist schon, also ich rede ja mit vielen Firmen und das ist schon immer wieder ein Thema, gerade für Firmen, die sozusagen eher aus dem ländlichen Raum kommen, dort im Bereich Innovation, im Bereich IT, Digitalisierung im weitesten Sinne, halt wirklich Top-Shots zu bekommen. Weil es einfach gar nicht so einfach ist. Deswegen auch hier vielleicht Learning, ja, einfach ehrlich mit den Stärken auch zu spielen und vielleicht auch ein bisschen um die Ecke zu denken und dann halt nicht zu gucken, dass man irgendwie die Uni-Abgänger bekommen will, die halt erstmal irgendwie ihre Jahre in der urbanen Region ausleben wollen, sondern dass man dann vielleicht ein bisschen anders um die Ecke denkt und guckt, wer da wieder spannend ist. Ja, weil
ist schon ein Wachstumshemmnis im Moment, habe ich das Gefühl, dass viele eigentlich die Leute, die es eigentlich bräuchten, nicht kriegen. Ja. Ist definitiv so, ja. Ich finde, was man immer so ein bisschen vergisst, also natürlich, nochmal abschließend hilft es, wenn man auch einen Standort in München hat, klar. Also das, damit erweiterst du halt einfach das Portfolio deiner Möglichkeiten und das hilft natürlich, also möchte ich ja überhaupt nicht abstreiten. Was man, finde ich, halt überhaupt nicht vergessen darf, früher war das mal so ganz dieses angestaubte Modell der dualen Ausbildung und so weiter. Also das ist ja wieder mega spannend, finde ich. Wir haben ja ganz tolle Mitarbeiter, die sich auch mit vielen Jahren Betriebszugehörigkeit einfach mega entwickeln. Also das ist schon auch ein Punkt, glaube ich, den man betreiben muss, dass man das interne Coaching, die interne Weiterentwicklung, auch die Investitionen, wirklich, also harte Investitionen in Ausbildungsprogramme, einfach auch leistet. Dass man kann anorganisch wachsen, man kann natürlich sich bemühen, tolle Mitarbeiter zu kriegen, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es die Mischung aus Entwicklung der etablierten Mannschaft, aus so Leuchttürmen, die man vielleicht am Markt mal kriegt und begeistern kann für ein Unternehmen, an organischen Zukäufen. Aber ich glaube, auf einem Bein steht man sowieso schlecht. Also wahrscheinlich braucht man in der aktuellen Situation einfach so eine Gesamtentwicklungsstrategie, wie man die Skills eines Unternehmens anpassen möchte. Ja, super Punkt. Also auch das ist, glaube ich, schon so ein versteckter Erfolgsfaktor bei vielen erfolgreichen Firmen, dass die unheimlich langfristig eigentlich in ihre Mannschaft investieren. Ja. Ein Thema, was mich in der Vorbereitung noch umgetrieben hat, jetzt seid ihr ja schon auch in einer Branche, die, sage ich mal, eher traditionell unterwegs war zumindest, ja, so ein bisschen aufwacht. Wie kriegt ihr das denn eigentlich hin? Ihr müsst ja eigentlich nicht nur euch transformieren, ihr müsst ja eigentlich auch noch eure Kunden direkt, aber auch noch eigentlich das ganze, sagen wir mal, Bausetup irgendwie transformieren. Also man kann jetzt, weiß ich nicht, ob das zu weit gehüpft ist, aber eine autonom fahrende Verdichtungs- oder Rüttelplatte kann man ja vielleicht von eurer Seite sogar relativ gut noch sich vorstellen und auch vielleicht umsetzen. Aber der Weg jetzt zu der Baustelle mit den Leuten, die da im Moment arbeiten etc., ist ja dann doch brutal weit, oder? Also wie stellst du denn eigentlich sicher, dass die Industrie fähig ist, diesen Weg auch mitzugehen? Ja, also Kundenzentrierung heißt ja nicht nur das zu tun, was vielleicht der Kunde jetzt im Moment fähig ist zu imaginieren sozusagen, sondern eigentlich musst du ja weiterdenken und idealerweise in so einer Branche musst du ihn vielleicht ja auch mitnehmen und vorantreiben. Ist das ein Thema, was dich umtreibt? Ja, ich finde es ganz spannend, weil es ist heute, also wenn man die Bauindustrie ist ja nur eine unserer Branchen. Aber die zeigt momentan ein sehr inhomogenes Bild irgendwie. Es gibt echte Innovationstreiber, die ja wirklich ganz vorn dran sind, in unterschiedlichster Ausprägung, von einem echten Gerätehersteller bis zu einem Verleiher, bis zu einem Bauunternehmen. Also es gibt wirklich unterschiedlichste Ausprägungen an einer Positionierung hinsichtlich Innovation. Also es gibt hochtraditionell, die auch sehr erfolgreich sind, und es gibt hochinnovativ, die auch sehr erfolgreich sind. Also deswegen ist es eine ganz schwer einzuschätzende Branche aus meiner Sicht. Was definitiv Fakt ist, glaube ich, das ist, dass die nächsten Jahre ein massiver Handlungsbedarf kommt, allein schon über das Thema der zur Verfügung stehenden Mitarbeiter. Also das Thema Fachkräftemangel ist da einfach, wird da massiv reinschlagen in diese Branche aus meiner Sicht. Deswegen wird dieser Trend zur Autonomie, der wird passieren müssen aus meiner Sicht, weil einfach die Faktenlage zumindest in Europa so ist, dass die Arbeitskräfte hier ausgehen. Das ist mit Sicherheit ein Punkt, der zukünftig spannend wird und das treiben ja manche Unternehmen auch massiv voran. Aber es ist in der Tat schwer einzuschätzen momentan und gar nicht so leicht zu handeln. Aber prinzipiell ist es so, also wir können ja keinen transformieren, also können wir ja gar nicht. Wir können ja bloß Wege aufzeigen, wie wir uns die Zukunft vorstellen, und wir können so viel investieren, wie uns halt möglich ist, dass wir hohe Wahrscheinlichkeit generieren, dass wir vielleicht für die Zukunft richtig liegen. Und dann müssen wir mit unseren Lösungen überzeugen. Und wenn das ein Adressaten findet, der das gut findet, dann können wir mit dessen Hilfe ja in den Markt gehen. Aber diese Gesamttransformation der Branche,
die wird, glaube ich, stark über CO2 und über Mitarbeiterverfügbarkeit passieren, aus meiner Sicht. Und das sind diese externen Faktoren und die werden uns da in der Branche in eine Richtung treiben. Und dann sind wir bei den Themen von, keine Ahnung, alternativen Kraftstoffen bis Elektrifizierungsansätzen, bis Autonomieansätzen. Es ist einfach, glaube ich, zahlt einfach relativ klar ein auf die Kernthemen, die da vor uns liegen. Das heißt eigentlich auch deine Innovationslogik zu sagen, du gehst über die Vision, du gehst über die Kommunikation, du schaffst erstmal, sage ich mal, ein, ja schon fast so wie so ein Konzept oder Showcar, über das dann aber sowohl natürlich die Mannschaft innen mitgenommen wird, oder? Aber was ich jetzt raushöre, natürlich auch der direkte Kunde, vielleicht auch die Branche dann eigentlich beginnt dran nachzudenken, auf euch zukommt, ja. um nächste Schritte zu gehen. Ja, also da intensivieren wir die Kommunikation massiv, weil wir brauchen Perspektive. Das ist ja elementar. Und wenn man so einen Technologiesprung hat, sind ja gesetzte Zulieferer auf einmal nicht mehr gesetzt. Es sind gesetzte Kunden auf einmal nicht mehr gesetzt. Also es rüttelt ja schon relativ viel durch. Und da musst du ja aus meiner Sicht sauber in die Kommunikation gehen, dass du zumindest mal weißt, woran du bist. Weil dann kann man reagieren. Also dieses Unausgesprochene, das macht es ja ganz schwer, so einen Blick in die Zukunft dann zu wagen. Und das erfordert, glaube ich, die aktuelle Zeit in diesem Transformationszyklus, dass man auch da auf der Kundenseite und auf der Zuliefererseite wieder näher zusammenrückt, dass man sich sauber austarieren kann und jeder weiß, was er morgen von dem anderen hat. Das ist ja erstmal gar nichts Schlimmes, sondern das ist ja, finde ich, in einer Partnerschaft ein ganz normales Austarieren. Und da stellt man sich einfach die gemeinsame Zukunftsfrage. Und manchmal kann man es mit Ja beantworten, idealerweise häufig, manchmal aber auch nicht. Und dann ist es ja auch besser, wenn man es frühzeitig weiß, weil dann hat man Reaktionszeit und kann sagen, okay, dann orientiere ich mich anders oder so. Das ist, finde ich, dann auch wieder Form der Partnerschaft, dass man da einfach klar wird, auch wenn es schwierig zu beantwortende Fragen sind momentan. Siehst du da eigentlich auch so dein Hauptaufgabenfeld jetzt als CEO von Hatz, wirklich diese Visionskraft da loszutreten und ein bisschen vorne im Wind zu gehen, um möglichst sowohl Mitarbeiter, Partner als auch den Markt da mitzunehmen? Oder es klingt jetzt fast so, als ob das eigentlich fast so die Hauptaufgabe ist, neben natürlich viel Admin und anderen Themen, ja, I know, but so auf einer strategischen Ebene? Allgemein, also das Unternehmen führt sich ja nie allein. Also das ist es ja nicht, glaube ich. Aber am Ende des Tages, glaube ich, diese Reizpunkte zu setzen, das ist natürlich schon zentral, glaube ich. Am Ende des Tages glaube ich an erfolgreiche Teams, die sich dadurch auszeichnen, dass sie stark inhomogen sind. Also ich glaube wenig an Teams, die aus so Klonen zusammengesetzt werden und dann nur auf einer Linie funktionieren. Also ich glaube, wenn man es schafft, unterschiedliche Präferenzen in einem Team so wirksam werden zu lassen, dann glaube ich, hat man hohe Chance, dass man sehr erfolgreich sein kann. Und das sehe ich eher so als die Aufgabe allgemein einer Unternehmensführung, dass man in so einem Gedanken von können, wollen, dürfen Rahmenbedingungen schafft, dass man halt in so einer Teamentscheidung des Unternehmens aber austariert. Also ich glaube nicht, dass eine einzelne Person eine Richtungsfrage final klären kann. An das glaube ich nicht, weil man immer nur so seine Präferenzen abgebildet hat. Also ich glaube, wenn man es vor allem heute schafft, in einem Unternehmen eine Rahmenbedingung zu schaffen, dass jeder seinen Input geben will und kann und auch darf, dann kann eine relativ gute Schwarmlogik draus werden, glaube ich, die ja schon oft dann auch richtig ist. Ich glaube, du hast hiermit eigentlich schon unsere Abschlussfrage beantwortet, weil die abschließende Frage in dem Podcast ist immer, was ist deine Secret Source of Innovation? Aber ich würde sie jetzt gar nicht nochmal fragen, weil eigentlich ist es schön beantwortet, glaube ich, was du gerade gesagt hast, dass das eigentlich sozusagen diese Art von Teams eigentlich zu empowern ist, oder? In den Raum zu geben, aber auch die Grenzen, dass sie innovativ, kreativ im weitesten Sinne eigentlich sein können. Also ja, ich glaube, also vor allem Innovation
entsteht, glaube ich, nicht auf Befehl, sondern entsteht durch Orientierung und Rahmenbedingungen und ein Umfeld, die es erlaubt, innovativ zu sein. Und das ist die Aufgabe, das zu schaffen, irgendwie, glaube ich, ja. Ob es immer gelingt, möge die Zukunft entscheiden. Sehr cool. Also ich glaube, super spannend. Schon lange nicht mehr mit so einer spannenden Herausforderung eigentlich mit jemandem diskutiert. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe, dass ihr da gut vorankommt. Bin da absolut zuversichtlich. Danke dir für die Zeit, Simon. Herzlichen Dank, Giordano. War eine große Freude. Meinerseits. Merci. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. In unseren regelmäßigen Podcasts auf Spotify, Apple und Google diskutieren wir, wie Organisationen und Unternehmenskultur designt werden können, um für zukünftige Herausforderungen bestens gewappnet zu sein. Und wo man heute beginnen sollte, um sein Produkt- und Serviceportfolio von morgen zu entwickeln. Außerdem trifft sich unsere Community auf LinkedIn unter The Secret Source of Innovation.